Herzlich willkommen zum Teil 2 Aknebehandlung. Heute mal nicht mit dem Lichtgerät, sondern heute mit dem HF-Stab. HF-Stab, sage ich auch noch was zu, kennen auch ganz viele von früher. Ja? Ich glaube, dieser HF-Stab wird viel unterschätzt. Das heißt, ihr solltet noch mal gucken, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo ihr das Gerät habt, weil die Wirkung davon ist echt mega. Ich erzähle gleich noch was dazu. Ansonsten fangen wir mit der ganz klassischen Aknebehandlung an. Martin kennt ihr schon, den holen wir jetzt rein. Hände waschen, desinfizieren, nicht vergessen und dann geht's los. Bis gleich! So, Martin, vom letzten Mal, wenn wir uns das jetzt heute mal angucken, ich warte mal, bis der Kameramann da unten ist, sehen wir schon, dass wir hier nicht mehr so hart die Verspannung haben und die Eiterung. Und jetzt drehen wir einfach mal den Kopf beiseite. Auch auf der anderen Seite sieht es schon gut aus. Es ist schon viel passiert, es ist viel abgezogen. Bei der zweiten Runde, die wir jetzt machen, ja, malträtiert euren Kunden bitte nicht zu dolle mit dem Ausreinigen, weil die Haut ist noch im Heilungsprozess. Denkt dran, ein Hautzyklus dauert immer 21 bis 28 Tage. Deswegen gehen wir heute sehr vorsichtig ran, machen eine ganz normale Reinigung wieder. Klar, denkt dran, ihr braucht irgendwas mit Baktizid und Fungizid, damit ihr die Stierbakterien nicht noch weiterzieht, die Haut wieder schön trocken macht, abreibt. Und dann werde ich euch das gerade mal so im Schnellablauf mit zeigen. Das heißt, die Kamera läuft jetzt weiter, aber es läuft dann nachher im Zeitraffer. Und wenn es denn zum HF kommt, werden wir wieder langsam, wenn wir dann angekommen sind. Und dann passt das auch wieder. Also, viel Spaß und dann gucken wir noch mal, was passiert heute. Wir haben heute nichts geöffnet, weil das ist nur eine Zwischenbehandlung. Ja? Das heißt, wir haben nur einmal intensiv mit gereinigt, unterstützt und damit wir die Haut jetzt noch für die nächsten 14 Tage weiter mit unterstützen, er pflegt sie natürlich auch super zu Hause. Er nimmt die Creme, die ich ihm mitgegeben habe, wo auch Fungizid, Baktizid drin ist und wo eine Sebo-Balance drin ist, was also die Haut wieder schön ausgleicht. Heute gebe ich den Matrix Repair Komplex. Das ist ein Repair Komplex, der die Haut- und Zellerneuerung wieder mit in Schwung bringt und die gebe ich mit HF, mit Hochfrequenz rein. Es wird gleich ganz spannend mit der Hochfrequenz, weil die Hochfrequenz selber fördert die Durchblutung, fördert den Zellstoffwechsel, die Hochfrequenz. Weiter ist sie auch zur Normalisierung der Dysregulation von sämtlichen Ablagerung, Talg, Fett und sonstiges. Das heißt, es normalisiert alles ganz super. Dann haben wir eine Aktivierung und Stabilisierung des Säureschutzmantels. Der ist hier eh leicht gestört durch die Akne. Und wir haben durch das Ozon noch eine Desinfektion. Das heißt, ich bringe das jetzt drauf, fange mit einem leichten Kontakt an und ihr werdet gleich sehen, zuerst fangen wir mit dem Kontakt an. Das wird ziemlich stumpf. Dann gehen wir mal ein Stück weg, ein Stück ran, regulieren die Stromstärke noch mit ein. Es kann sein, dass da ein paar Funken mal fliegen, es wird aber als sehr angenehm empfunden, weil es eine wärmende Durchblutung gibt für die Haut. Okay, dann lasst uns beginnen.
Okay, fangt einfach an einer kleineren Stelle an. Ihr merkt es schon, wie es leicht drüber gleitet. Die Haut wird warm und trotzdem desinfiziert. Okay? Merkst du was? No. Okay. Man riecht langsam, wie auch der Ozon aufsteigt. Sich gleichzeitig die Haut dabei beruhigt. Okay, und das machen wir jetzt auch noch mit der anderen Seite. Weitere Angebiete, was wir hier mit haben, können wir natürlich auch noch in der Fußpflege, können Warzen mit behandelt werden, das wird dann mit einem offenen Ozon gemacht. Oder wenn ich zum Beispiel eine Regeneration weitermachen möchte im Haarwuchs oder, dann gibt es noch Kämme, Aufsätze, Rollen für den ganzen Körper. Ich kann diesen HF also viel und super einsetzen. Immer auch, um eine gute Desinfektion und gute Durchblutung hinzukriegen. Bei Rheuma bringt das auch ein bisschen was. Dann sind noch höhere Ströme, die Ärzte benutzen es auch, aber die arbeiten mit anderen Frequenzen beziehungsweise noch höhere Frequenz und noch mehr Volt da drinne. Für uns reicht es in diesem Sinne so, dass wir alle schön beruhigt haben, die Desinfektion runter. Und wenn wir das uns jetzt nochmal angucken, sind die Rötungen von vorhin, die wir hatten, sind noch weiter abgezogen. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Video. Martin kommt bestimmt noch mal wieder. So, in 3-4 Wochen ist er noch mal wieder dran. Dann geht es noch mal mit Ausreinigen. Das hatten wir dann schon. Aber da müssen wir uns auch irgendwann mal darum kümmern, dass wir das Hautbild ein bisschen verfeinern. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Aussehen, deine Visitenkarte. Schalt wieder ein. Klicke oben auf das Abo. Bis dann. Tschüss.